In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York droht US-Präsident Donald Trump den Iran mit einer weiteren Verschärfung der Sanktionen. Nach den Angriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien hätten die USA Sanktionen des höchsten Niveaus gegen die iranische Zentralbank verhängt, sagt der US-Präsident. Alle Nationen haben die Pflicht zu handeln. Keine verantwortungsbewusste Regierung sollte Irans Blutdurst finanzieren. Solange das bedrohliche Verhalten des Iran anhält, werden die Sanktionen nicht aufgehoben. Sie werden verschärft. Doch Trump signalisiert auch seine Gesprächsbereitschaft an Teheran und schließt nicht aus, Irans Präsident Hassan Rouhani noch in New York zu treffen.